Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu den Physio News, quasi remastered von einem alten Kanal jetzt auf diesem. Und zwar wurde in den Nachrichten benannt oder behandelt, dass Merkel ein Flüchtlingslager besucht hat und sich das angeguckt hat und es waren Demonstrationen da, angeblich von rechts. Hier haben wir mal ein Bild, was diese Situation in den Nachrichten beschrieben hat. Wenn man da mal guckt auf die rot markierten Flächen, das ist nicht die rechtsextremistische Seite, sondern die linksextremistische. Weil ich habe mich damit mal beschäftigt, ich habe keine Fahne von Rechtsextremisten gesehen, die rot ist. Also von den Linken, Kommunisten. Und in dem Bild, was ich jetzt hier noch nebenbei einblende, sieht man diesen roten Hintergrund und diese Rot-Schwarz-Fahne, wie in dem vorherigen Bild eingekreist war, das ist natürlich, wenn man drauf guckt, die Antifa, heißt antifaschistische Leute sind das, die gegen offiziell gegen Rechtsextremisten sind und tralala, also quasi links gegen rechts. So, ich blende euch eben nochmal dieses Originalbild ein und dann könnt ihr nochmal vergleichen, merkt euch die beiden Bilder und vergleicht die ruhig mal. Das Bild ist momentan auf Facebook weitergereicht worden und da habe ich mir das mal runtergeholt und habe mir gedacht, machen wir mal ein bisschen die Physio-News nochmal neu und ja, dann verabschiede ich mich soweit und hinterlasst Kommentare, liked das Video, teilt das Video und was man nicht noch alles macht und ich bin dann raus. Tschüss!